Hey Leute, was geht? Euer Tommy am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute befinden wir uns in einem Video, wo ich so selber noch gar nicht so richtig weiß, was für Themen wir hier heute angehen werden, beziehungsweise wie ich das Video am Ende nennen werde. Aber grundsätzlich will ich auf jeden Fall einfach nur so auf die letzten Wochen eingehen, denn die Fortuna ist ja mitten in der Vorbereitung und hat auch schon 3 Testspiele absolviert. Das heißt, ich will hier einfach ein paar Neuzugänge unter die Lupe nehmen und generell, wie sich die Fortuna jetzt so in den letzten Wochen angestellt hat in diesen Testspielen. Und dann kommen wir zum ersten Testspielgegner. Nicht wundern, ich muss hier auch immer ein bisschen nach links schielen. Wir haben gegen den Holzheimer SG getestet, ein, ich glaube, Landesligist oder Oberligist aus Neuss. War auf jeden Fall kein schlechtes Team, hat man gesehen, dass die auf jeden Fall in ihrer Liga, glaube ich, auch den sportlichen Ansatz haben, da oben auf jeden Fall mitzuspielen. Und ich finde, sie haben es gegen Fortuna auf jeden Fall sehr gut gemacht, sehr gut gespielt, sich natürlich sehr viel auch hinten reingestellt, aber es ist ja auch genau das, worauf sich Fortuna auch in der Liga wahrscheinlich öfter mal drauf einstellen lassen muss, weil Fortuna ja auf jeden Fall ja in den meisten Spielen der Favorit sein wird. Ja, und auch hier für den ersten Test muss ich sagen, hat Fortuna es da gar nicht mal so schlecht gemacht. Wir haben offensiv gute Lösungen gefunden. Meiner Wahrnehmung konnte man da auch schon ein bisschen was erkennen von den Neuzugängen. Man konnte auch schon ein bisschen was erkennen von Spielern, die letzte Saison zum Beispiel auf anderen Positionen gespielt haben. Ein Emma Joa, der glaube ich gegen Holzheimer SG wieder auf dem rechten Flügel gespielt hat, statt hinten links. Und generell kann ich sagen, hat Fortuna jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung oft die Dreierkette probiert. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass das wirklich ein Thema sein könnte in der nächsten Saison. Denn ja, rein spielermaterialmäßig hat man da auf jeden Fall genau die Spieler dafür da. Und dann bin ich sehr gespannt, ob man das halt in der Liga auch weiterführen wird. Ich fand, in den Testspielen hat sehr, sehr gut geklappt. Wir haben dann noch gegen keine Ahnung, Dioskür oder so gespielt. Es war, glaube ich, ein ungarischer Verein oder so. Irgendwie sowas. Haben wir 4-0 gewonnen. War meiner Meinung nach auch wieder ein sehr gutes Spiel. Gerade offensiv war es sehr, sehr gut. Erste Halbzeit war noch so ein bisschen, also obwohl es waren eigentlich beide Halbzeiten ganz gut. In der ersten Halbzeit gab es ein bisschen weniger Torraumszenen. Dafür sind halt die Tore gefallen. In der anderen Hälfte sozusagen gab es mehr Torraumszenen. Und da haben wir auch ein paar Tore natürlich gemacht, beziehungsweise ich glaube, in beiden Halbzeiten haben wir 2 Tore geschossen. Ja, und das war dann auch auf jeden Fall für mich ein gelungener Test. Und auch hier fand ich, war wieder ein Neuzugang, der sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Und das ist Tim Rossmann. Also als er zu uns gekommen ist, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt und so. Ich habe gesehen, schneller junger Mann, aber dass er wirklich auch so diese Technik besitzt, um wirklich in so gefährlichen Räumen richtig gut zu sein mit Torschüssen und Torvorlagen, hätte ich selber nicht gedacht. Aber das ist, glaube ich, einer, der uns sehr weiterhelfen wird. Und ich glaube, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, weil es wird kein Zollesersatz geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass Tim Rossmann auf jeden Fall so eine Art Zollesersatz sein könnte, beziehungsweise diese Position halt ja fast ähnlich interpretieren kann. Ob es dann am Ende ähnlich erfolgreich wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er auf jeden Fall diese Position mit einnehmen kann. Ja, und auch der andere Neuzugang, Danny Schmidt, hat es meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gemacht. Ist für mich so, als ich gehört habe, dass er zu uns kommt, dachte ich, okay, es wird so der Ergänzungsstürmer oder mal einer, der mal so ab und zu mal reinkommt. Zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es mal Lex Tiger Lobinger. So eine Art Stürmer, habe ich gedacht, wird das. Also der mal so irgendwie hinten raus mal ein paar Minuten bekommt oder so und nochmal reingeworfen wird. Klar, jetzt durch auch die Verletzung von Vermey bekommt er natürlich jetzt auch in der Vorbereitung sehr viel Spielzeit, weil halt einfach gerade kein Stürmer da ist und da muss auf jeden Fall auch noch transfermäßig was passieren. Ich fand, man hat aber gesehen, dass er wirklich mehr als nur so eine Option ist, mal hinten raus irgendwie reinzukommen. Also ich sehe in dem schon, ja, also eigentlich vielleicht nicht diese Saison, aber so in den nächsten 1-2 Saisons sehe ich den auf jeden Fall so als Stammspieler reifen, beziehungsweise kann er es auch in dieser Saison schaffen. Er hat auf jeden Fall die Anlagen dafür und dann kommen wir auch zum dritten ein Testspiel. Da hat er nämlich auch einmal getroffen. Da haben mehrere Leute getroffen. Zum Beispiel auch ein Karim Afour, den ich vorher auch, muss ich zugeben, einfach nicht kannte, der jetzt hochgezogen worden ist und dieses Jahr auf jeden Fall zum Profikader gehören soll. Hat für mich auch eine sehr, sehr gute Partie gemacht gegen den Holzheimer SG. Auch da hat er ein Tor gemacht und da konnte man auch schon so ein bisschen sein Talent aufblitzen sehen und ich glaube, da hat Fortuna nach Shinta Appelkamp und Jamil Siebert mal wieder jemanden
aus dem Hut gezaubert, der aus der eigenen Jugend kommt, der wirklich Potenzial hat, was Besonderes zu werden, der Fortuna auf jeden Fall helfen kann und so komplett neues Element so in die Mannschaft reinbringt. So ein trickreicher, schneller Außenspieler, ne, der auch mal gerne ins 1 gegen 1 gehen kann und auch so für diese besonderen Momente da sein kann. Also ich sehe in dem auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Spieler. Und bei Danny Schmidt, wie gesagt, den sehe ich auch mehr als nur eine Option, mal irgendwie eingewechselt zu werden. Das könnte für mich auch ein Starter sein, wobei natürlich hier auch ja ganz klar noch wenig Erfahrung ist, was Profibereich angeht. Und er hat bei Mainz 2 gespielt, deswegen muss man da halt auf jeden Fall auch noch gucken. Und dann kommen wir zum letzten Neuzugang, beziehungsweise über die beiden Torhüter brauche ich, glaube ich, jetzt nicht wirklich viel reden. Kwasi Goch hat für mich eine gute Halbzeit gemacht gegen Galatasaray, das sah ganz ordentlich aus. Also hat, glaube ich, auch ein Interview gegeben und auch klar formuliert, dass der Kastenmeier da so ein bisschen Feuer unterm Arsch machen will und dass er da sich nicht zufrieden gibt mit einer klaren Nummer 2, sondern dass er da so den Konkurrenzkampf auf jeden Fall beleben möchte. Ja, kommen wir zum letzten Neuzugang oder beziehungsweise zum Neuzugang, den ich noch nicht angesprochen habe, das ist Noah Mbamba. Ich habe mir alle Testspiele angeguckt, ich habe bisher noch nicht so wirklich erkennen können, wo so richtig so seine Qualitäten sind. Ich fand so im Aufbauspiel waren es halt mehr so, wie man immer schön bei Toni Kroos gesagt hat, Querpass-Toni. Es waren wirklich ein paar einfach simple Bälle dabei. Es waren jetzt keine Risikobälle. Es ist aber auch dann immer dem vielleicht geschuldet, was man so in so einem Testspiel, ja, was man so spielen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der Trainer einfach ein paar andere taktische Anweisungen gegeben hat, dass er da vielleicht nicht so richtig ins Risiko gehen soll. Ja, also weiß ich nicht. Bin jetzt noch nicht so richtig gehypt, was nur Mbamba angeht, aber was nicht ist, kann noch werden. Also ist auch noch ein junger Kerl, muss auch noch seine Spielpraxis sammeln. Ich kann mir aber irgendwie gerade im Moment nicht wirklich vorstellen, dass er, wenn es dann Richtung Ligastart geht, dass er die ja Nummer 1 ist, was so diese offensive DM-Position angeht. Also das ist ja eigentlich die Tanaka-Position, der ja einfach schon seit gefühlt anderthalb Jahren im Raum steht, dass er wechselt. Und auch jetzt gestaltet sich das ziemlich schwierig, weil ich glaube, dass ja, die Personalie Tanaka für viele Vereine, glaube ich, interessant ist, aber vom Budget her dann wahrscheinlich zu teuer und ich glaube auch hier will sich die Fortuna nicht wirklich abspeisen. Und ich glaube auch in Sachen Spieler, also wenn ich jetzt so den Spieler einfach mal beurteilen müsste, würde ich einfach mal sagen, dass Tanaka von sich selbst aus so ist, so kommt ein gutes Angebot, dann nimmt er das an und würde das auch wahrnehmen, aber wenn er bei Fortuna bleiben könnte, wäre es, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also so ähnlich kann ich es mir vorstellen, wie es bei Tanaka so im Kopf vorgeht. Ja, man darf auch nicht vergessen, ne, es gibt viele Spieler, die genau in dieser Tanaka-Situation sind, die sich dann nicht beim Training melden, auf einmal mit anderen Vereinen reden und hier aus dem Trainingslager fliegen und so. Und bei Tanaka muss man halt sagen, der nimmt am Training teil, der nimmt erfolgreich am Training teil, der nimmt erfolgreich an den Testspielen teil, macht genau das, was er auch in den letzten Jahren gemacht hat und das ist halt sehr vorbildlich und kann man auf jeden Fall hier auch mal erwähnen, dass das halt sehr, sehr geil ist. Das ist halt zum Beispiel genau das, was mich bei Luke Bakio damals so gefreut hat oder beziehungsweise was ich halt sehr geil fand. Wir hatten halt genau diese zwei Parallelen. Ne? Ein Luke Bakio hat gar keinen Hehl draus gemacht, dass er diesen nächsten Step gehen will, dass er den nächsten guten Verein suchen will, dass er nicht bei der Fortuna bleibt und ja einfach einen neuen Verein sucht. Und dagegen hatte man Benito Raman, der ja Testspiele gestreikt hat, nicht mitgekommen ist und dann schon mit anderen Vereinen geredet hat, dann ist er zu Schalke gewechselt, dann gibt er noch so ein Interview und sagt, ja, Blau stand mir schon immer besser als Rot. Da fährst du dich dann halt auch nur an den Kopf und denkst dir nur deinen Teil dabei. Und ja, wie gesagt, da ist halt Tanaka genauso ähnlich wie Luke Bakio, wenn nicht sogar noch professioneller, würde ich sogar sagen. Und das gefällt mir und ich glaube, dass Tanaka, ja, ich glaube, die Chance steht 50-50 aktuell. Also, dass er nächste Saison bei uns spielt oder halt auch nicht. Aber aktuell sehe ich da einfach gerade keine, ja, ich sehe da einfach gar keinen Handlungsspielraum bei anderen Vereinen, dass die Tanaka für eine gewisse Summe holen wollen. Und ich glaube, davon könnte Fortuna profitieren, dass wir den Spieler über die Saison hinaus haben können. Da gibt es aber natürlich auch noch einen Haken, dass der Spieler halt nur Vertrag bis 2025 hat. Bedeutet also, dass die Fortuna ja da so ein bisschen in Zugzwang ist, entweder dann den Vertrag mit ihm zu verlängern, sprich, er würde dann wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen. Das heißt, finanziell müsste man noch gucken, ob man das stemmen könnte. Ja, ich kann mir das wirklich
wirklich auch trotzdem gut vorstellen, dass Fortuna das schafft und den Vertrag da verlängern kann. Wenn, dann ist Fortuna gezwungen, ihn jetzt im Sommer zu verkaufen oder dann spätestens im Winter. Und das wäre dann wirklich so die letzte Instanz. Ansonsten verliert man den Spieler ablösefrei und ich glaube, das will man als Fortuna nicht, wie damals mit David Kovunatski. Ja, und das sind also meine ganzen Eindrücke so in den letzten Wochen. Und jetzt steht ja morgen, glaube ich, ist ja, glaube ich, dieses Turnier in Oberhausen, wo man gegen, ist Oberhausen oder Offenbach? Ich weiß nicht, ich glaube, gegen Kickers Offenbach, oder? Ah, ich weiß nicht ganz genau, gegen Offenbach oder Oberhausen. Und Lautern ist, glaube ich, auch noch dabei. Es ist so ein kleines Blitzturnier. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was da so los ist. Und ja, ich fand Fortuna sehr gut auf jeden Fall jetzt in die Vorbereitung gekommen und ich muss sagen, für das Material, was wir haben, und wir haben ja noch nicht so wirklich diese krassen Neuzugänge bekommen, also ich glaube, das wird auch alles noch ein bisschen länger dauern, weil Fortuna ist immer ein Verein, der so ein bisschen drauf warten muss, was machen andere Vereine, geht da ein Spieler hin, dann haben die wieder Überfluss an Stürmern, das heißt, du kannst dir da vielleicht dann einen Stürmer wegholen oder so, darauf muss Fortuna halt noch ein bisschen warten, auf diese, auf den Transfermarkt, dass da alles so ein bisschen in Bewegung kommt, ist jetzt alles, nach der EM wird das jetzt alles so ein bisschen angekurbelt und ja, ich denke mal, also letztes Jahr auch mit Zollis, der kam am letzten Tag der Transferperiode und ich glaube, dahingehend müssen wir auch wieder warten, bis dahin, dass uns dann ein guter Neuzugang reingeflattert kommt, sage ich mal. Ja, wie gesagt, das sind so meine ersten Eindrücke, nicht mehr, nicht weniger. Jetzt habe ich, glaube ich, auch einen Titel, ich glaube, das wird so irgendwie sowas sein, meine ersten Eindrücke oder so von der Vorbereitung und ja, das soll es hier auf jeden Fall dann erstmal gewesen sein von diesem Video. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt rund um Fortuna oder generell, ich würde auch gerne mal irgendwie andere Fußballthemen machen, dann gerne in die Kommentare unten rein und dann übernehme ich das und spreche das auch gerne mal an und ja, dann gucken wir einfach mal, was so die nächste Zeit an Neuzugängen kommt, was die Fortuna im Blitzturnier macht. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall noch vor dem Ligastart melden und gucken, dass wir dann nochmal so ein Update machen für die Fortuna. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.